Ich habe euch gefragt, was eure Lieblings-187-Sorten sind. Ihr habt abgestimmt und heute kommen die Ergebnisse. Eure 10 Lieblingssorten von 187 in Reihenfolge. Es ist schon ein paar Tage her, dass die Abstimmung kam. Ich komme leider erst jetzt dazu, das Video zu drehen. Die Ergebnisse sollten trotzdem dieselben sein. Es sind natürlich sehr, sehr viele 187-Sorten und mir ist bewusst, dass viele Leute 187 nicht mehr so gerne rauchen. Trotzdem gibt es immer noch genug Leute, die auf 187 schwören. Und wir wollen uns mal angucken, was die Leute von 187 am liebsten rauchen. Es sind sehr, sehr viele Sorten, deswegen werde ich die unteren einmal schnell in Reihenfolge auflisten. Von am wenigsten für gewotet bis am meisten für gewotet. Und dann kommen wir zu der Top 10. Muss übrigens ist gar nicht, dass 187 mittlerweile so viele Sorten hat. Ganz unten mit nur 3 Votes ist The Palm, Old School Bang, Boom Boom Blue, Solo Exotic, Cool Bitch, Happy Cactus, Paradise, Cherry Pie, Weed, Green Lights, Wild Beast. Wild Beast habe ich übrigens früher extrem gerne geraucht, als 187 noch relativ neu auf dem Markt war. Dann California Love, Holy Tropical, Cool Wave, Pille, Yakuza, Woman to Go, Dragon Blood, Winter Melon, Sparkling Peas, Cool Cola, Le Moon, Green Grizzly, auch extrem gerne geraucht den Green Grizzly, Mrs. Greens, Red Light District, Sweet Cactus, Mama Candy, Blue Devil, Quelle, Pink Mellow und Ello und Rafa. Das sind alle, die es nicht in die Top 10 geschafft haben, in Reihenfolge von schlechteste bis zuletzt genannt das Beste, beziehungsweise Platz 11. Zumindest. So, jetzt kommen wir aber zu der Top 10. Auf Platz 10 habt ihr gewotet. I Love Hamburg. Platz Nummer 9, für mich absolut nicht nachvollziehbar. Miami Vice. Ein Tabak, der eigentlich nach Gras schmecken soll, für mich aber einfach nur bitter und ekelhaft war. Platz Nummer 8 mit knapp 3% ist der Safari. Auf Platz Nummer 7 mit 3,8% aller Votes ist der Purple Drank. Mit 4,2% der New Flash. Den fand ich tatsächlich auch ganz geil. Das war so ein Cola-Limette-Ding. Der war nicht übel. Ich muss dazu sagen, ich habe sehr lange kein 187 mehr geraucht. Ich kann euch nicht genau sagen, wie die Sorten heute sind. Geht ja aber auch weniger um meine Meinung, sondern mehr um eure Meinung. Ihr habt ja schließlich abgestimmt. Platz Nummer 5 macht der Sparkling Eistee mit 4,5%. Das war ein Zitronen-Eistee, der eine Kohlensäurenote mit dabei haben sollte. Für mich war der ganz akzeptabel. Ich kenne aber tatsächlich einige Leute, die den gerne rauchen. Zwischendrin sei kurz gesagt, wenn euch dieses Video hier gefällt, Freunde, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben oder auch ein Abo da. Das supportet den Channel ungemein. Kuss für euren Support. Und ihr merkt auch schon in den Prozentzahlen, dass wir bis jetzt irgendwie keine Banger dabei hatten. Und es war generell so, dass super viele 187-Sorten fast gar keine Votes bekommen haben. Und dann auf einmal, wupp, macht die Kurve einen Riesensatz nach rechts und die Prozentzahlen schießen in die Höhe. Unser nächster Platz hat knapp 5% gemacht. Das ist der Skittles. Soll schmecken wie Skittles. Und jetzt machen wir 2 etwas kleinere Sprünge und einen riesigen Sprung. Also die Lieblingssorte von euch bei 187 ist definitiv klar, hat mit Abstand die meisten Votes bekommen, aber erstmal Platz Nummer 3. Und der geht mit 6,5% der Votes an Juicy Pussy. Das soll übrigens sein, eine Mischung aus Blaubeere, Honig und Zitrone. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den überhaupt mal geraucht habe. 8% aller Votes hat sich der Platz Nummer 2 geschnappt. Der Himbeere-Zitronentabak Beach Vibes ist euer zweitliebster 187-Tabak. Und jetzt kommen wir zu der absoluten Nummer 1, dem Hamburg 040. Ein Blaubeere, Brombeere, Erdbeere, Himbeere und Johannisbeere-Tabak. Also wir können sagen, ein dunkler Bärenmix, den ich tatsächlich auch mit am häufigsten von 187 geraucht habe und auch mein Platz Nummer 1 wäre. So viel auf jeden Fall zu euren Lieblingssorten von 187. Falls ihr anderer Meinung seid, schreibt eure Top 5 gerne nochmal in die Kommentare. In der Videobeschreibung ist übrigens die Abstimmung für die nächste Runde an Votings. Da seht ihr, um welche Tabakmarke es als nächstes geht. Stimmt sehr, sehr gerne ab und macht mit fürs nächste Video.